Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Kurz checken, ob die Aufnahme läuft. Jawohl. Mit den Germany und es geht natürlich weiter. Wir haben letztes Mal diesen Bug gehabt, mit den Fischen, die auf dem Bildschirm rumgeflogen sind. Insofern habe ich gedacht, speichern wir mal und gehen wir noch rein. Ist ja irgendwie doch schon länger her, dass wir Holz gefällt haben. Hat ja auch, ja, wir sind ja eigentlich auch erst fertig mit dem Grundgerüst des Baus. Aber die Bäume sind natürlich jetzt wieder da. So, wir sind auch wieder da und ja, herzlich willkommen, wie gesagt. Schauen wir mal, also heute müssen wir eigentlich mal unseren Rang machen für die Minen. Denn wenn ich mir das Öl hier anschaue, das würde in den Minen genauso sein. So, der läuft. Ich nehme noch mal den Sand raus. Nicht, dass der stoppt bei 1000 Sand. Ich habe hier noch Eisenerze, die könnte ich mir theoretisch noch hier reinschmeißen, damit wir wieder mal was für unser Blei haben, für Stahl. Wir brauchen ja Stahl. Ja, und das war ja die Grundidee, aber Stahl brauchen wir auch nicht die Eisenbrocken, sondern dieses Erz. Da unten war noch Aluminium, das kommt dann mal hier noch mit rein. Zwei Lehm, die schmeißen wir weg. Klick, klick, klick. Verbände haben wir noch. Zwei Stück. So, stecken wir nochmal Wasser. Sieht ziemlich übel aus. Also auf jeden Fall trinken wir jetzt erstmal einen Schluck. Dann füllen wir hier mal nach. So, rechnen wir eben hoch. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr, viel mehr. Ein Ölkännchen, Dankeschön. Nehmen wir gleich unsere drei mit. Wir kommen erstmal noch hier rein, aber 20 ist auch schön. Können wir bald Plastik herstellen. Man braucht drei Öl und 5 Rindenmulch für einen Plastik. Ja, vom Stromverbrauch her können wir, glaube ich, jetzt nicht mehr viel machen. Oder von der Stromproduktion. Wir haben halt 200 und 200. Wenn einmal eine Wolke kommt, ist das Ding aus. Ich könnte höchstens versuchen, noch Kobalt, Kupfer, Eisen und Aluminium. Ob wir alles noch zusammenkriegen, ist die Frage. Ich glaube, allmählich wird es eng. Zwei Aluminium, drei Kobalt, Kupfer, Eisen haben wir. Eisen haben wir auf jeden Fall. Hier ist Blei. Das Blei hatte ich geschmolzen. Wofür? Überleg gerade. Hier noch Aluminiumbarren. Naja, für die Batterien, ne? Genau. Wir wollten auch noch eine Batterie haben. Die linke haben wir angefangen. Kriegen wir noch eine hin?
Da fehlt es an Elektroteilen, ne? Kupfer 3 und 5 Elektrikteile. 5 Elektrikteile. Naja, nur 2 Plastik. 3 mal 5 brauchen wir. Das heißt 3 mal 3 sind 9. 9 Öl. Dann brauchen wir noch den Mulch, der ist. Oh, wir haben gerade einen Wizard. Ja, ich wollte eigentlich gerade losziehen, aber gut, dass ich gewartet habe. Das geht am Chemietisch. Ach, das ist auch eigentlich fertig. Bleibarren haben wir noch? Nee. Okay, nochmal Bleierz. 3 waren das, ne? Ja. Nagel 10 kriegen wir hin. Glas können wir machen. Und weiter. Okay, Glas. Dreimal Blei. Dann können wir hier noch ein bisschen Eisen herstellen. Jetzt ist natürlich wieder das Ding ausgegangen. Weil der Blizzard kommt natürlich mit einem bedeckten Himmel. Nehmen wir mal das Eisenerz raus. Ja, schade, fehlen jetzt genau 3. 2 fehlen. Gut, macht nichts. Ansonsten, was war das? Nägel, ne? Nägel, nehmen wir uns jetzt einen Eisenbarren. Glas kommt, Bretter 10. So, Preis kommt. Da brauchen wir noch Kupfer 3 und 3 mal Kobalt. Haben wir nicht mehr, aber wir haben noch 3 Mann. Haha. Das heißt, Kupfer können wir noch. Hier reinschmeißen. Gut, der Tisch ist fertig. Haben wir hier noch Bleibar? Ne, keine Alubarren. Ja, wir müssen auf jeden Fall los, denn Kobalt geht uns aus. Oder ist uns ausgegangen. Es reicht gerade noch so für die Batterie. Ich weiß gar nicht, ob auch noch mal Kobalt drin ist. Wenn ja, dann können wir sie eh nicht bauen. Zum Glück. Brauche ich nur Kupferbarren, nochmal 3. Hier war alles Eisen, ja. Hat ja doch gepasst. Ja. Da können wir schon mal Plastik herstellen jetzt. Und zwar 3 mal 3 sind 9 und 3 mal 5 sind 15. Es geht nicht. Geht nur im großen Stack, dass man mehrere Sachen kombiniert, also 3. Können wir auch dann so machen. Wieso nicht? Mit Alt. 1, 2, 3. Und hier ziehen wir einfach dann 5 rüber. Also ein bisschen mulchig
Solltet ihr euch aufbewahren für sowas? Gut, dass sie mir hier entgegengekommen ist bei der Kälte. 5-mal Eisenbrocken, nicht schlecht. Gut, das Eisen ist Kupfer ist fertig, das andere auch. Ups, überladen. Aber ich brauche ja 5 Elektroteile und ich habe gar keine mehr gehabt. Oder waren schon 3 drin? Mach's einfach mal jetzt. Jo, passt nicht. Passt. Passt. So, fehlten jetzt nur noch 3. Wenn wir 2 drin hatten, dann geht's. Ne, 0 von 5. Haha. Ja gut, dann brauchen wir jetzt unbedingt Kobalt. Insofern warm anziehen. Getränke habe ich glaube ich doch halt noch gemacht, ne? Jo. Ja, davon haben wir noch ein paar. Dann nehmen wir uns vielleicht noch einen Sack her. Als Notreserve mit. Ja, hier friert er da hinten nicht. So, der untere. Ach ja, ich wollte ja noch ein Tier schlachten, damit ich die Kisten darauf laden kann. Dafür muss ich ja erstmal noch wässern. Das sollte aber jetzt mittlerweile fertig sein, oder? Lalala, lalala. Ja, die ist fertig. Und einen Zwiebel noch. Ei, supi. Der Sturm ist vorbei, also Schalter wieder anlegen, ne? Anmachen. Und läuft. Gut, schlachten. Du bist dran. Man kann die auch nicht mehr runternehmen, wenn die erstmal drauf liegen, dann muss man sie schlachten. Wenn wir jetzt aber nicht unbedingt die Hände waschen an einem sauberen, an sauberem Wasser. Dann geht aber nicht anders. Trinken. In der Wasche. Geht also da nicht. Ja, ein Waschbecken wird lange nicht Zeit. Geht aber erst mit dem Wasserhaus, ne? Ist ja schon angemalt. So, okay. Das haben wir. Dann erstmal hier die Reste wieder rauspacken. Das sind in dem Fall nur die Knochen und das Fett. Dann am Zubereitungstisch. Brauchen wir die Eier und eine Kartoffel. Moment mal, waren das die richtigen Eier? 3 Stunden, 3 Stunden, 5, 5. Aha, falsche Eier. Die zuerst. Also, das. Die und hier, das nicht. Die Kartoffel. Und die beiden und 3 Pilze. Da haben wir sogar 2 Rationen dabei. Hier habe ich wieder Kälte. So,
Sind die Öfen aus? Ah. Das erklärt einiges. Ich habe mich doch gerade angezogen. Warum fährt er denn immer noch? Ich habe die falsche Hose an. Hast du meine schöne Bermuda-Shorts angezogen bei minus 20 Grad? Alles klar. Gut. Jetzt habe ich natürlich ein Wasser verloren. Durch Hände waschen. Also mache das eben noch einmal fertig. Dann kommt hier wieder der Mulch rein. Und der Rest packen wir einfach jetzt wieder hier in die Kisten. Ich komme gleich raus, Kollege. Oh, Schock. Ja, man darf nicht zu lange warten lassen, sonst fangen die an zu randalieren. Gut. Jetzt haben wir doch alles, oder? Das Reh kann jetzt hier raus, kann auf den Tisch. Dann können die Kisten für die Steine hier nicht runter. Laufen wir jetzt auf... Ne, die sollen... Ah, toll. Die muss ich natürlich umstellen, wenn ich jetzt eine Viertelstunde oder 20 Minuten unterwegs bin. Können wir auch Erz fördern? Ich brauche eigentlich noch eine Auslagerungskiste für Stein, weil ich nicht so viel schleppen kann. Packt einfach hier rein. Die anderen werden genauso voll sein wahrscheinlich. Ja. Und der da. Der ist ja schon auf dem richtigen Rhythmus. Die anderen gehen jetzt eh bald alle vom Netz. Wir haben bald keinen Saft mehr. Ach ja, ich wollte ja noch Saft herstellen. Hä? Sind da gerade noch 5 oder ist noch einer? Probieren. Probieren. Ja, wenn man mal los will, ne, dann... So steckt ich den ja auch nicht weg. Okay, pack mal den Öfen. Das war vergleichsweise verschwenderisch mittlerweile, aber Hauptsache, die haben was zu tun. Die letzten, die kann ich auch hier schon mal mitnehmen. Bin ich ja nachher wieder mit. Aber wenn wir so viel Eisenbarren übrig haben. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aus einem machen wir uns Nägel. Dann können wir uns doch noch gleich einen Mineralextraherer bauen und mitnehmen. Da haben wir den dritten nämlich
den ersten. Fehlen nämlich nur noch 8 Bretter. Oder waren es 10? 8. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch gucken, dass wir den entsprechenden Biokraftstoff mitnehmen. Wir haben 3 Minen mit jeweils 2x4. Also 3x8, 24. Das heißt, wir haben nicht genug Biokraftstoff. Aber dafür haben wir das hier noch gemacht vom Winter. Machen wir noch. Dann soll es aber reichen, glaube ich, oder? Wir haben 5, 10, 15, 20, 25, 27, 28, 29, 30. Dazu können wir das Fleisch da reinschmeißen oder wir nehmen es auch mit. Oder wir legen es auf den Grill zumindest. Das war irgendwie eklig, letztes Mal, als ich die alle gemampft habe, weil die dann da normal aus und dann, als ich sie aufnahm, war das dann nur noch vergammelt. Habe ich jetzt nachgefüllt? Ja, alle beide. So, dann brauche ich noch, wird noch die Nägel und Schrauben hier reinlegen, die restlichen. Und warum auch immer 3 Trockenziegel, weil ich wahrscheinlich hier irgendwie mal drüber gelangt habe. Habe ich hier noch den Upgrade-Hammer in der Hand? Die und die Axt. Ja. Ich sagte, es könnte sein, dass wir uns da. Ja, okay, wir haben Hitzewallung. Es könnte sein, dass wir. Nimm mit. Dass wir in einen Blizzard kommen. Und dass wir uns dann an den entsprechenden Außenposten noch eine kleine Basis bauen. Und zum Überwintern, ne? So, ich habe Wasser, ich habe einen Wagen. Tür ist zu. Und ich habe einen neuen Extraktor für die. Für die Alumine. Erstmal, dann Kobalt und dann Kupfer. Wie gehabt. Kann auch jetzt über den See laufen, aber man muss erstmal wieder hochkommen auf der anderen Seite. Was ist mit der Ausdauer? Ich habe ja den neuen Extraktor jetzt gar nicht mitgerechnet. Es sind 3 Minen, aber die Kupfermine können wir immer noch als letztes dann bedienen und nochmal hinreisen. Da haben wir ja den Vorteil der Nähe. So, also wieder Ausdauer.
bin gerade beinahe vom Stuhl gefallen, als der Zombie da gegen die Tür gehauen hat. Da gegen die Wand. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mit den Sounds arbeiten. Denn, okay, das Geräusch könnte passieren, wenn man gegen eine Holztür tritt, aber nicht gegen eine Steinwand, Ziegelwand. Das Knacken, das hört sich ja schon an, als würde sie gleich drin stehen. Oh, meine Ausdauer ist auf 51 runter. Ich kann jetzt keine große aus in Basis, aber ich würde ja schon irgendwie, dass man, wenn ein Blizzard kommt, sich irgendwo anstellen kann. Denn Winterreisen gehören halt auch zum Business. Wenn man zwei Minen hat, die man externen Besuch oder drei. Und mit unseren tollen Werkzeugen geht es ja auch relativ fix. Ja, nicht um eine Nachtbasis jetzt. Ich stelle jetzt mal ein bisschen weiter rein und gucke, ob er nur nachher viel effektiver ist als die anderen beiden. Man kann theoretisch auch hier drin eine Basis bauen, ne? Fangen wir an mit. Erstmal gucken wir uns die Dinger an. Okay, kein Öl mehr drin und fast voll. So, da kann der schon mal. Erstmal die Steine. Oh ja, das ist aber schon eine ganz gute Ausbeute jetzt. Wir laufen jetzt. Sieht viel aus, aber wenn man sich mal denkt, dass eine Reihe gerade mal ein Windrad ist. Nicht zwei, sondern fünf. Zack. An. Ja, das passt gerade so jetzt, aber die Kupfermine wird schon nicht reichen. Wir können es ja theoretisch innen drin eine Basis bauen. Wobei, wenn wir zu weit drin sind, kommen Skorpione, ne? Dann kriegen wir hier eine Decke rein bei dem niedrigen Eingang. Na gut, bauen wir davor. Vielleicht hier. So. Jetzt mit X dann am Rad drehen und höher bauen. Und dann kommen wir oben wieder mit dem Ding in Berührung. Schauen wir mal. Dann brauche ich natürlich eine Säge. Als Schutz vielleicht wieder, ne? Brauche, dass sie nicht angreifen können. Ich zumindest nicht von da aus. Da geht schon gar nicht mehr. War hier. Zwei. Einen davor. Gucken. Sieht so wenig vom Schnee.
Ich weiß, ich könnte auch warten, aber ich will auch relativ schnell vorankommen. Denn Blizzard Wahrscheinlichkeit steigt mir mit jedem Moment, den wir hier nichts machen. Bei dem wir warten auf eine Säge. Einen Bogen will ich, glaube ich, schon seit 4 Folgen ersetzen, aber ich nutze ihn ja echt fast nie. So, ich denke, das könnte schon fast reichen. Ich hole noch trotzdem noch einen Baum. Ich brauche noch die Wände. Dach, Feuer. So, Wände und hinten eine Rampe. Wand erstmal. Wand vorne. Wandseite. Wandseite und hinten eine Tür. Und dahinter eine Treppe. Gut aus. Ja, brauchen noch mehr Holz. Wird schon wieder dunkel oder wie? Alter Belly. Und roter Himmel. Ich hoffe mal nicht, dass es das eine Blutmondnacht ist. Gut, dann können wir gleich ein Bett bauen und dann können wir die gleich einweihen. Ist doch super. Immer das Positive sehen, Leute. Aber echt, ich dachte irgendwie gerade, irgendwie hatte ich in Erinnerung, wir hätten abends gespeichert oder aufgehört. Und wir hätten erst gerade einen Blutmondnacht gehabt. Aber das sieht ja schon wieder so rötlich aus hier. Zumindest haben wir genug zu essen dabei. So. Habe ich keine Wetter mehr? Okay. Sägen Sie jetzt. Aber du nicht. Nicht immer jammern. Tassen machen wir noch an Decke. Könnte reichen mit denen, die ja liegen. Drei Balken, glaube ich. Ach, liegen ja gar keine. Okay. Denke ich auch ohne Ausdauer.
So, jetzt noch ein Feuer. Ein Bett. Na, erstmal eine Tür. Und ein Bett. Na, komm. So. Ja, okay, brauchen wir nicht ein Schiff. Oh, kein Wasser mehr, deswegen. Deswegen stöhnt er die ganze Zeit rum. Klar. So, jetzt brauche ich noch einen Baum für das Lagerfeuer. Und noch einmal einen Stein fürs Lagerfeuer. Dann haben wir aber alles. Und da kommt auch schon der Blizzard. Guck mal, es schneit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wobei, Steine hätten wir eigentlich ja auch auf dem Wagen gehabt. Sich rennen wollte ich. Gute Nacht. Da sind jetzt zwar natürlich wieder Sicherungen rausgeflogen, ist ja normal, ne? Habe ich einmal hab um fast eine Viertelstunde gedauert jetzt. Na gut, der eine hier in der Mitte, der hat zwei gegeben, der anderen beiden nur zwei Steine. Das hier war Bonus. So. Falsche Richtung. Ja, die Richtung passt.
Ah, ich habe gesagt, ich gönne ihm mal was. Yay, Ausdauer, Gesundheit. Ich glaube, wenn wir erstmal bei 150 Ausdauer wären, könnte man richtig lange sprinten. Aber ich will nicht motzen. 105 ist schon besser als 100. 5%. Die Kobold machen am nächsten Mal. Ich wusste nicht, dass es so spät war. Wäre natürlich jetzt das Mögliche, unser Strom wieder läuft zu Hause. Auch wenn das eh bewölkt ist gerade. Das heißt, die Leistung stimmt nicht und dann sich unser eh runter. Aber es wird ja gerade sehr klarer, wie es aussieht. Der Schnee hat aufgehört. Okay, ich höre einen Fuchs. So, wenn wir genauso viel Kobalt haben, dann bin ich auf jeden Fall ganz happy. Eine ganze Kiste. Mal hinten an. Ja, warte mal. Puh, das war schon. Der hat da hinten angefangen. Fast eine halbe Kiste. Und? Ah, jetzt kommen noch Skorpionen hier. Kostet mich mehr Pflaster als irgendwelche Vampire, die Skorpione. Und immer die medizinischen Verbände, nicht die normalen Verbände. Okay. Na, und über 30, also 34 haben wir. Gut, ja, die Kupferminen können wir eigentlich ja schon wieder knicken, ne? Aber da waren wir auch erst vor kurzem. Vorbeifahren können wir ja mal. Ja, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was mit anfangen, oder? Da kann man schon mal schön Batterien bauen, wo wir noch ein bisschen mehr Blei brauchen werden dafür. Aber Aluminium und Kobalt, Kobalt ist ja wichtig für elektrische Bauteile. Da fehlen uns ja genau zwei jetzt für die zwei elektronischen Bauteile.
war halt noch nicht mehr so viel. Und dabei auch als letztes erst den zweiten Extraktor hingestellt. Ja, und die Eisenproduktion läuft ja mittlerweile ganz hervorragend. Ja, dank unseres Zermalmers oder Felsmalers, Malmers. Was nach Metall passt. Spät. Hier am Morgen ist damit lange noch viel Sonnentag vor uns. Sonnentag. Alter Belly. Das wird aber ein bisschen sehr eng bleiben. Guck mal nach, was ich mitkriegen kann. Da passen keine Sterne mehr rein. Da passt nichts mehr rein. Ja, wenn ich jetzt noch ein paar Bretterchen hätte, könnte ich mir eine Kiste bauen und die vor mir herziehen schieben. Wenn ich das hier rausschmeiße, kann ich ja gar nicht ranziehen. Ich war noch bei 98 Kilo. Das brauche ich ja auch nicht unbedingt. Dann kann ich jetzt hier einfach mal wieder raus. Ich bin dann später. 86, 84, 82, 80, 78. Ist ja gar nicht. Wo war ich denn mit dem 84? Ne, einfach nochmal 78, 76, 74,
schnell weg hier. Hole ich mir gleich noch das Kupfer. Ja, eine super Ausbeute. Jetzt kann man doch schon mal ein bisschen Track in vor Augen führen. Da kann man nämlich dann 12 Kisten draufpacken. Erst davor packst du rein, fertig. Gibt zwar keine. Da kriegst du zwar nicht so viele Steinkisten drauf. Deswegen lieber nur normale Kisten, aber da passt ja auch genauso viel rein, glaube ich. So. Ja, insgesamt auch ein sehr erfolgreicher Run. Jetzt können wir erstmal ein bisschen Kobalt drauflegen. Das haben wir ja noch vorher draufgelegt. Erstmal hier ganz schnell Schleich. Oh, der läuft wieder. So, hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal Kobalt. Und hier packen wir mal 1, 2, Scheiße, warum habe ich jetzt den ganzen Sand genommen? Ich irgendwie gerade hier rechts drauf geklickt. Ja, ich wollte eigentlich Steine reinlegen, habe rechts drauf geklickt, habe alles genommen. Okay, jetzt habe ich ganz viel Sand. Und mir ist heiß. Zum Glück war ich schon relativ voll, aber die Kiste hier habe ich schon Steine ausgelagert, aber die kann ich jetzt wieder tauschen. Da ist ja fast nichts passiert. Ich kann sogar schon wieder rennen. Warum habe ich so viele Fasern? Klar. Brauche ich so viele Fasern? Nö. Gespannt, ob wir jetzt liegen bleiben, aber eigentlich nicht. Also ich glaube, sowas despawnt. So, hier habe ich schon mal 6. Mach mal alles weg, ne? Vielleicht macht er wieder gegen meine Tür. Da.
So, einen haben wir noch. Zack. Zack. So, passt alles wieder gut. Aha. Dann können wir jetzt Steine da reinladen. Das geht übrigens mit E, Leute, nicht mit der Rechtsmaustaste. Sonst habt ihr euer Metall genauso voll wie Sand wie ich. Dann habt ihr auf Sand gebaut. So. Na gut, wenn ich das nochmal mache, nachher mit Trockenziegeln, dann komme ich ja langsam runter von den ganzen Dingern. Gut, das können wir schon mal rausnehmen. Das können wir rausnehmen. Das heißt, mit Plastik zusammen können wir jetzt elektrische Teile bauen. Wir haben nur zwei Plastik. Aha. Eigentlich hätte doch dadurch jetzt der Platz entstehen müssen. So. Packe hier mal die restlichen Barren erstmal so ein bisschen verteilt rein. Kann ich wieder laufen, da kann ich die Batterie hier doch abschließen. Wir haben auch gar nicht reingeguckt hier. Gespeicherter Strom 1010, Stromkapazität 2010. Ja, weil er am Anfang keinen Strom verbraucht hat, weil die Sicherungen über Nacht rausgeflogen sind und er dann erstmal nur geladen hat. Bis ich kam. Aber jetzt können wir vielleicht noch ein Solarmodul fertig bauen auf hastig. Dann kann er auch ein bisschen zuladen. Kupfer, Kobalt 2 jeweils und Aluminium 5, Eisenbarren 5. Oder auf 2 gerechnet wären das 10 Eisen, 10 Aluminium, so viel kann ich eh nicht schleppen. Also 5 Eisen, 5 Aluminium und 4, 2 jeweils 2 Kupfer und Kobalt.
Wir dann noch das Fleisch hier machen, bevor es schlecht wird. Das ist leer, okay. Braucht noch, machen wir erstmal den einen jetzt fertig. Ah, jetzt fängt es aber an zu schneien. War ja wieder klar. Eisenbacher fehlen noch. Wie viel Kilo habe ich? 62. Okay, noch drei Aluminiumbarren und fünf und eins, sechs, drei Alu. Mach mal fünf draus. Eisen, 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 Eisen. Eisen, Eisen. Und ein Kobalt. So, hier machen wir den, 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 den. Drei brauche ich noch, dann machen wir die nochmal leer. Aha. Das ist sowieso wieder. Er ist noch nicht aus. Das ist ja cool. Ach ja, wegen der Batterie. Das Wetter ist nämlich gerade, es schneit, ne? Bewölkt. H. Rechte Maustaste. Boah. Okay. Ich lag am Rand dazwischen hier. Jetzt seht ihr aber auch, warum ich das Ding liebe. So, machen wir hier auch nochmal gleich Eisen rein. Ach, da ist schon Eisen drin, ja. War noch ein freier Slot? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ein Aluminiumbarren. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Obwohl, muss ich jetzt so viele? Sind ja noch so viele. So viel brauche ich eigentlich gar nicht momentan in Eisen, oder? Ist das nicht vor dem nächsten Extraktor direkt? Müssen wir mal gucken, was hier eigentlich passiert ist. Kein Öl.
Okay, dafür noch? Ja. So, jetzt haben wir 82 Eingang. Ein weiterer wäre nicht schlecht. Und die Batterien sind voll, ne? Ne, 517. Jetzt steigt es aber wieder. Ja, jetzt hat uns die Batterie über die schlechte Wetter hinweggeholfen. Und lädt jetzt auf, ne? Bleibarren, Aluminiumbarren, Kupferbarren und Elektrikteile. Ja, genau, was ist denn mit unserem Öl? 9. Deswegen hatte ich 2, also 3 letztes Mal. Schrauben 20, Stahlbarren 6. Aber okay, es sind nochmal 100 extra Energie. Die müssen wir erstmal aufbringen. Habe ich denn noch Bleierz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eisenerz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Legen wir mal den Stahl rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weiß gar nicht, ob wir noch irgendwo Glas brauchen. Vielleicht für die Fenster. Ich weiß zwar nicht, warum man Fenster reinbauen muss, denn die Hitze bleibt ja eh drin. Könnt ihr mal eine Fuhre Glas machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die können wir auch schön stapeln. Und die 9 werden auch vernichtet. So, 1 Stunde 10 Minuten. Ich denke mal, wir haben wieder einiges geschafft. Wir haben den Run gemacht auf all drei Minen. Ich muss noch einmal zur Kupfermine, fällt mir gerade ein. Das können wir noch eben machen, den Rest abholen. Ich habe wieder ein bisschen Platz. Ich nehme das mal eben raus und versuche das mal auch in die Kiste zu packen mit dem Aluminiumerz. Passt. Dann können wir nämlich nachher noch mal, also nicht nachher, in der nächsten Folge können wir dann mal die ersten Windturbinen bauen. Ja, 2 Stück. Ja, für mehr reicht es nicht. Das ist, war das Kupfer oder Kobalt? Kupfer. Nee. Kobalt und das ist Kupfer. Und Eisenerz, nee, Eisenbarren. Ja, ich gehe gleich los. Boah, meine Gesundheit ist auf 63 runter.
83, 93, 103. Ja, die Pilze haben auch einen guten Heilwert, finde ich. Wiegen kaum was, werden nicht schlecht. Jetzt hole ich mir aber noch ein paar, auch wenn die Skorpione mich angreifen. Die ersten Pilze hin. Na gut, machen wir jetzt keine große Pilzrunde draus. Wie viele Pilze haben wir jetzt? 18. Zwanzig. 24. Okay, wo war der Ausgang? Da hinten, glaube ich, ne? Oder? Da nicht. Ja, so ohne Fackel und ohne Helmlicht wäre das hier doch ein bisschen verwirrend, wenn man sich hier einmal verläuft. Da, wenn sich den Felsen. Ich habe mit Skorpion gerechnet, aber nicht damit, dass ein Vampir hier vor mir steht. Aber die kam gerade auch überraschend. Ja, ich habe natürlich noch Öl hatte ich dabei. Ja, ist halt die Frage, sind wir jetzt solche schönen Wettersoldaten, die nur bei Sonnenschein agieren und dann mehr auf Solar setzen, oder sollen wir dann jetzt schon anfangen mit Windturbinen?
Fakt ist, mit dem Aluminium, das wir haben, können wir gerade mal 2 mal 20 Watt produzieren. Oder 4 mal 40 solarmäßig. Ja, da wäre doch eigentlich Solar die bessere Lösung, wenn man nachts sowieso schläft und dann zu Hause ist und am nächsten Morgen die Sicherung wieder anmacht. So, alles voll Kupfer. Steinchen wieder rein. Jetzt können wir natürlich auch ohne Ende extra Extraktoren bauen. Also noch hier für jeden einen, und dann sind wir eigentlich auch durch vom Eisenbedarf im Wesentlichen. Klar braucht man hier und da noch Eisen. Auch Glas legen wir mal hier in Besonderes. Dann kommt natürlich unser neuen dazu. Das ist nochmal das Stahl, den können wir gleich rausbringen. Schon mal für den weiteren Extraktoren hier. Schrauben kann man herstellen, Aluminiumbarren, okay. Aluminiumbarren 15. Das ist gut die Hälfte von dem, was wir haben. Mehr als die Hälfte. Erstmal die 4 Kupferbarren weg. Dann sind auch die bestimmt schon fertig hier, oder? Trocken, trocken. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 davon. Dann packen wir dafür dann die Ziegel da rein. Ich könnte die aber verbauen. Die kann ich noch einfacher. Na gut, aber wir haben es ja geschafft. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Kupfermine auch abgeschlossen. Wir müssen jetzt hier eigentlich nur noch vor Ort die hier noch mit Biodiesel befüllen. Und wir können den im Prinzip wieder auf Stein stellen. Den einen können wir laufen lassen, so wie immer. Damit wir noch ein bisschen was an Eisenerz für Stahl kriegen. Dann packe ich hier mal 3 rein. Und da kann man dann sagen, wieder nur Stein. Da auch. Das nehmen als halt nur Stein. Denn wir kriegen jetzt ja aus den Steinen so viel Erz raus, dass wir, wie gesagt, ja, schon wieder 480 Eisenbrocken. Wenn es nur eine Verwendung dafür gäbe, für so viel Sand. Aber deswegen haben sie auch die Option eingebaut, dass man den Sand direkt löschen kann. Ja, ach so. Ist wieder kalt.
Das wollte ich verhalten. Das. Das nicht, das war ein Vierer. Fünfer. So wirklich viel ist nicht übergeblieben, ne, von unserer Riesenlieferung. Also wir müssen bald nochmal zur Kobaltmine da noch eine ranstellen. Kupfer, okay. Guck mal, irgendwie gut mit klar momentan. Wir wollen das Eisen erst noch rein. Noch ein bisschen Blei für die Batterien. Sind aber immer 5, also noch 2. Können wir doch mal holen, Blei. Ding ist doch ein Aluminiumerz, sehr nett. Okay, hast du entschieden, dann nehmen wir noch ein Aluminiumerz dazu. Dann ist die Mischung entschieden. Gut, wir machen erstmal Schluss für heute, wenn wir eine Überlänge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich überlege mal, was wir weitermachen jetzt. Mir gibt es doch viele Baustellen. Ich sehe auch, dass wir unseren Biosprit hier langsam an die Grenzen stoßen, wobei ich habe ja noch einiges an Verderbenskisten. Aber ich denke mal, die Ölpumpe müsste dann irgendwann auch kommen. Nur wenn die halt nur am Tag läuft, dann gibt es natürlich dann irgendwie auch immer Unterbrechungen. Da muss man schauen. Wobei die ja in Echtzeit laufen, dann unterbrechen die halt für 5 Minuten maximal und laufen dann im Prinzip weiter, sobald die Sonne scheint. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Euer Dan Germany. Bye bye.